Okay, erst einmal. Sind Sie glücklich mit den Wahlergebnissen? Ja, wie könnte ich das nicht sein? Ich meine, wir haben in allen drei Landesparlamenten brillante Ergebnisse erzielt. Wir dachten uns bereits, dass die Ergebnisse gut sein werden, aber sie sind besser als erwartet. Ihnen wurde ja eine Menge Kritik entgegengebracht vor diesen Wahlen. Vorwürfe bezüglich Rassismus, Vorwürfe gegen Sie selbst und andere Führungspersonen. Wie gedenken Sie, auf diese Kritik angesichts der Wahlergebnisse zu antworten? Nun, ich denke, dass die Diskriminierung, die uns in den letzten Wochen und Monaten entgegengebracht wurde, nichts Neues für uns ist. Es begann bereits 2013. Wir haben das nicht persönlich genommen. Wir haben mit unserer Kampagne weitergemacht. Das hat gezeigt, dass die AfD da sein muss, dass Deutschland eine neue Alternative braucht. Und die, denke ich, sind wir. Sie sagen, dass die AfD eine Alternative ist. Was ist die Rolle der AfD in der heutigen deutschen Politik? Also sehen Sie, da gibt es einige politische Themen, die durch die etablierten Parteien völlig aufgegeben wurden. Nicht nur die Migrationspolitik, auch die Familienpolitik, unsere Energiepolitik und sogar der Umgang mit unserer Wirtschaft im Sinne von, wie sollten wir mit mittelständischen Unternehmen umgehen? Das war ziemlich lange nicht mehr im Fokus der Politik. Die AfD hat zahlreiche Ideen vorgeschlagen, um diese Politik zu ändern. Wir sind die einzige Partei, die für mehr Bürgerbeteiligung in der Politik steht, im Sinne von Referenden, die auf nationaler Ebene überhaupt noch nicht stattgefunden haben. Wir wollen sie einführen. Welche Art von Volksentscheiden? Was möchten Sie mit den Sitzen in den Landesparlamenten durchsetzen? Also Sie müssen verstehen, dass wir in den Länderparlamenten nicht Teil der Regierung sein werden. Wir werden eine starke Oppositionspartei sein und unsere Ideen in der Öffentlichkeit voranbringen. Ich denke, die Deutschen brauchen nationale Volksentscheide für wichtige Fragen wie in der Schweiz. Aber es wird viel Zeit brauchen, sie einzuführen. Wie lauten diese Fragen? Jeder Zuschauer von RT, alle unsere internationalen Zuschauer sehen die AfD als eine Anti-Migrantenpartei, eine Anti-Flüchtlingspartei. Was hat die AfD noch zu bieten? Worüber wollen Sie Referenden halten? Nun, ich habe bereits gesagt, wir wollen einiges vorantreiben in Sachen Familienpolitik, Energiepolitik zum Beispiel. Wir wollen unsere Steuern transparenter machen, was schon einige Male versucht wurde, aber die CDU war nicht erfolgreich. In Sachen Währungspolitik denken wir, dass ein Volksentscheid zum Euro mehr als notwendig ist. Und ja, wir sollten auch über Einwanderungspolitik reden. Das ist etwas, das imstande ist, das Land insgesamt zu verändern. Und die Menschen in Deutschland hatten nicht die Chance, das auf einer breiten öffentlichen Ebene zu diskutieren. Letzte Frage. Sind Sie nach den Ergebnissen zuversichtlich, an der Bundestagswahl kommenden Jahres teilzunehmen? Ja, wir sind sehr zuversichtlich und freuen uns auf die Wahlen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Einen schönen Abend noch.